It was at this moment that he knew. He fucked up. Hey, what? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Was geht und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Wir haben beim letzten Mal das Märchenbuchland abgeschlossen und dementsprechend stand wieder eine Umfrage im Raum, ob wir in die Zirkuswelt oder in die Himmelwelt gehen. Und laut diesem Ergebnis werden wir uns heute die Himmelwelt anschauen. Ich bin gespannt, was es hier zu tun gibt. Der Roboter möchte 10 Blumen haben, dass er uns durchlässt. Ich sag mal, in Sachen Blumen sind wir optimal ausgerüstet. Da gibt's gar nichts zu... Da gibt's gar nichts zu bangen und ich mag das Outfit von Yoshi, sogar mit diesen Glitzerpailletten. Übel sweet. Richtig, richtig cute. Gefällt mir. So, der Roboter baut uns die Welt hier ein bisschen auf und wir haben, wenn ich das richtig sehe, wieder 3 Level, oder? Und das mittlere Level sieht tatsächlich sehr, sehr spannend aus. Oh, es ist wieder ein Match-Level. Flughöhenflug. Im Höhenhochland. Alter, was ist das für eine Level- und Weltenbezeichnung? Aber wenn ich das richtig sehe, werden wir einfach ein Flugzeug, oder? Okay, das könnte verdammt spannend werden. Nur 5 Blumen für uns zu sammeln. Und wahrscheinlich wieder mit Sicherheit irgendeine Punktzahl, die wir erreichen müssen. Das haben ja diese Match-Level an sich. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt. So, was hast du zu sagen? Zerplatze die Ballons und gib nebenbei den Shy Guy ruhig auch ordentlich eine mit. Stehst du auf dem Bug der Maschine, sinkt sie. Stehst du auf dem Heck, steigt sie. Okay. 40 Ballons, dann kriegen wir alle 3 Blumen. Okay, ich bin mehr als gespannt. Was ist hier jetzt so? Genau, jetzt sink ich. Okay, ja. Ja. Uiuiui. Oh, okay, okay. Das ist super weird. Okay, das ist irgendwie gruselig. Das Level ist irgendwie gruselig. Und hier mal eben First Try irgendwas mitnehmen. Never ever. Never ever werde ich hier irgendwas reißen. So, hier muss ich jetzt aufpassen, ne? Dass ich... Oh, kacke. Und da oben habe ich rote Münzen verpasst. Da oben habe ich rote Münzen verpasst. Damn this. Okay, Moment mal, wir müssen den Ballon kaputt machen. Und da muss ich mir die Blume mitnehmen. Oh Gott, das ist... Dieses Level ist unglaublich weird. Das glaubt ihr gar nicht. So, auch hier habe ich jetzt gerade wieder eine Red Coin verpasst. Also, hier mal eben alles mitnehmen ist ein Ding der Unmöglichkeit, würde ich ja schon fast behaupten, ne? Die Steuerung ist gruselig. Immerhin haben wir schon 20 Ballons. Das finde ich eine stabile Ausbeute. Haben wir schon Großballons verpasst? Eigentlich? Oder haben wir bisher eigentlich jeden Ballon mitgenommen, der für uns, ja, der uns entgegenkam? Da hinten sind Ballons. Da hinten ist das Geschenk. Oh Gott, die Steuerung, Friends. So, erstmal auf den. So, dann das Geschenk. Dann den Ballon. Oh, den habe ich auch noch erwischt. Sehr schön. Dieses Level, Leute. Ich ist super kreativ. Aber verdammt schwer. Aber verdammt schwer. So, jetzt geht's in die andere Richtung. So, ich muss, glaube ich, ein bisschen sachter werden in meiner Art und Weise, wie ich hier mit den Dingen umgehe. So, die Leben immer schön mitnehmen. So, hier natürlich auch die Ballons. Das sind wieder Red Coins. Also wie gesagt, wir werden es eh nochmal zocken müssen. Dementsprechend bin ich sehr entspannt, was das angeht. Hier auch nochmal Red Coins. Ja, ich muss lernen, dass ich die Münzen auch einsammle, wenn das Flugzeug sie berührt. Ne, weil mit dem Flugzeug habe ich natürlich eine deutlich größere Trefferfläche, sage ich mal. Aua! Aua! Hoch, hoch, hoch! Ah, toll. Jetzt habe ich die Wahl, ob ich die Ballons oder die Red Coins mitnehme. Dann entscheide ich mich natürlich für die Ballons. Die Red Coins werde ich dann einfach im Nachhinein nochmal holen. So, da hinten sind wieder Ballons. So, okay, die habe ich beide auf einmal erwischt. Sehr schön. Wenn ich das Flugzeug abschieße, kriege ich auch jeden Ballon. Das ist eine feine Sache. So, und jetzt haben wir tatsächlich auch schon jeden Ballon abgeworfen. Und auch die beiden Blumen. Also denke ich, dass wir hier gar nicht schlecht am Start sind. Muss ich da drüber? Moment, ja, ich muss da drauf. Ich muss da drauf. Nee, doch nicht? Ah, ich muss den abwerfen mit Sicherheit. Ich muss den mit Sicherheit abwerfen.
ich kapiere. Oh Gott. Erstmal steigen, erstmal steigen. Und dann... Oh nein. Ja, jetzt. Sehr schön. Und ihn dann abwerfen. Oh, da kommen sogar noch mal Ballons auf uns zu. Sehr schön. Da gibt es noch mal massiv Punkte für uns. Und jetzt sind wir sogar schon im Ziel. Okay. Dieses Level ist minimal überfordernd. Aber nachdem wir jetzt alle Ballons haben, oder in dem Zuge auch alle Blumen, können wir uns jetzt im zweiten Run darauf fokussieren, die letzten 9 roten Münzen zu holen. Denn ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, alles in einem Run hinzubekommen. Weil da muss ich noch viel achten. Mal abgesehen von der absolut beschissenen Steuerung. Okay, ich mach das nochmal. Und dann schauen wir, wo wir die roten Münzen liegen lassen haben. Liegen gelassen haben. Das ist richtiges Deutsch. So, das sieht mir nach Red Coins aus, die ich verpasst habe. Ja. Da haben wir schon mal 3 Stück. Oh, hier habe ich auch einen übersehen. Hier habe ich auch einen übersehen. Die habe ich. Da unten sind nochmal 3. Das sind doch mit Sicherheit auch rote Münzen, oder? Ja. So, 19 von 20. Oh nein, ich habe immer noch eine verpasst. Wir sind jetzt schon wieder hier. Wir sind jetzt schon wieder hier. Und jetzt kommt ja gleich das Ziel. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe schon wieder eine verpasst. Nein! Hä, wo soll die gewesen sein? Keine Ahnung. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hey, what? Ich hab doch alle. Ich dachte, ich hätte 19 von 20, aber mir wurden gerade 20 von 20 angezeigt. Einen Moment, ich hab doch alles. Warum dachte ich die ganze... Ich hab 20 von 20. Warum dachte ich die ganze Zeit, ich habe nur 19 von 20? Okay, ich bin maximal geistig verwirrt, aber ich bin zufrieden. Wir haben alles, Friends. Keine Ahnung, Alter. Kein Plan. Holen wir uns die Poochies. Oh, wo auch immer die in der Luft wieder rumflattern. Oh, ich höre schon direkt den ersten, ne? Okay, alle 3 chillen auf diesem UFO. Was soll mir das sagen? So, ich denke, es kann nicht schaden, sich hier die ganzen Eier mitzunehmen. Mit Sicherheit müssen wir vielleicht... Ach, Moment. Ha, hochwerfen, ja. Da ist der erste. Okay. So, immer schön die Eggs mitnehmen. Dass wir hier Wurfgeschosse haben, um auf die Poochies zu werfen. So, ich höre da hinten das... Ich sehe da hinten das UFO schon wieder. Kann ich das abwerfen? Ja, kann ich. Aber es bringt mir nichts. Naja, vielleicht für die Sammelmission. Ja, mit Sicherheit für diese Kunstgewerke-Mission müssen wir vielleicht, keine Ahnung, 3 UFOs abwerfen oder so. So, jetzt kommen hier noch mehr. Das ist echt crazy. Aber auf dem ist unser Poochie drauf. So. Das gilt aber noch nicht. Er ist noch nicht zufrieden. Oh doch, wir müssen ihn öfter abwerfen. Ah. Crazy. Okay. Das ist wohl ein UFO, das mehr aushält. Ich glaube, 4 Eier, 4 Treffer. 4 oder 5 Treffer. Aber das war auch der zweite Hund, oder? Ja, okay. Noch nichts verpasst. Da ist ein goldenes UFO. Keine Ahnung, ob das irgendwas Besonderes ist. Okay, ich höre ihn. Da hängt er. So, selbe Spielchen wieder. Okay, nur 3 Treffer. Sehr schön, aber wir haben alle 3 Hunde am Start. Okay, das Ende ist dasselbe Spielchen wieder. Wunderbar. Das Flugzeug ist abgestürzt. So, und jetzt ab ins Ziel, weil zeitlich sollten wir, glaube ich, auch keine Probleme haben, denn ich kann ja hier nicht viel tun. Sehr schön. Da ist der große Hund, gibt uns die Blume, die wir brauchen.
Und damit haben wir das Level zu 100% abgeschlossen. Sehr schön. Wieder mal, wieder was ganz Neues. Eine ganz spezielle Form von Yoshi-Level. Das ist ja, wie gesagt, ich habe es im letzten Part schon gepredigt. Es ist irgendwie, jedes Level bietet einfach Innovationen. Das ist wirklich das, was in diesem Level mir, in diesem Spiel mir ganz, ganz besonders auffällt. Jedes Level bietet Innovationen. Beim nächsten Mal gehen wir in Schnuffels Magmarathon. Okay. Klingt auch sehr spannend. Und natürlich gibt es zum Abschluss wieder ein Fanart Friends. Das kommt heute von der lieben Maggie, aka Susan, Himalaya Susan auf Twitter. Sie hat mich in einer Spezi-Dose gemalt. Ja, quasi meinem eigenen Yoshi-Outfit. Und davor noch ein Pucci. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, das ist so cool geworden und passt auch einfach perfekt hier in dieses Game, weil wir Yoshi hier auch immer in irgendwelche Sachen reinstecken. Ne? Dankeschön dafür, ich hoffe jetzt, dass euch die Folge gefallen hat. Ich bedanke mich für jede Form des Supports, für jeden Daumen nach oben und für jedes Abo und bis zum nächsten Mal bei Yoshi's Crafted World, euer Hübi.